Ja, Hallöchen und herzlich willkommen, ihr Lieben, am Everglade. Ja, heute geht es darum, den Welt sozusagen hier zu fangen. Falls ihr die zweite Erkundung noch machen müsst, geht es um den getüpfelte Gabelwelt. Was habe ich jetzt hier? Ich habe wieder die Adrix 370 mit der Rolle Line Glider 4000. Ich habe jetzt einen 3-0er Haken drauf, kann man aber auch einen 2-0er Haken machen. Wir testen das jetzt einfach einmal mal mit einem mittleren Schnittköder auf circa 2 Meter und, ja, keine Ahnung, 2 Meter 8. Ja, Welt sitzt tief. Falls ihr nicht so eine Zahlen mögt, macht 2,10 oder 2,5 oder testet euch da mal so ein bisschen durch. Ich glaube, auf paar Zentimeter kommt es nicht drauf an. Und dann hat man hier vorne so diese Ecke. Ja, ich weiß jetzt nicht genau wo. Ich teste es jetzt auch einfach mal. Ich weiß, dass da so diese Ecke ist. Und würde jetzt einfach mal warten und gucken, was kommt. Ich bin jetzt bei 31 Meter, da steht sie noch nicht. Da steht sie auch noch nicht. Mal gucken, ob sie bei 16 steht. Also bei 16 Meter steht sie. Das heißt, hier ungefähr ist es dann richtig. Das heißt, hier muss wie so eine Kuhle ungefähr sein. Und hier soll es ungefähr drinnen liegen. Ja, also so ungefähr als Methode, was ich so sagte, so ungefähr bis dorthin werfen und dann einfach eine Runde runterdrehen und dann müsst ihr ungefähr an dem Punkt sein. Ich habe jetzt auch hier tatsächlich schon Ambis. Wäre tatsächlich jetzt auch so, mal schauen, wie stark oder nicht stark er dementsprechend jetzt auch ist. Habe aber sehr starkes Mittel. Ja, sag ich, hat man eine starke Angel mit einer starken Sehne. Kann durchaus möglich sein, dass natürlich dann eher die roten Pfeile kommen und ihr nicht viel XP schaufelt, aber das Geld bekommt ihr ja. Wenn ihr natürlich wieder einen entspannteren Drill haben wollt, wo ihr ein bisschen länger was von habt und auch XP schaufeln wollt, dann würde ich mal direkt sagen, das war auf jeden Fall nichts. Aber wir machen es einfach nochmal. Dann würde ich sagen, ich werfe mal gleich so ungefähr. Ihr seht da so, wie ich jetzt hinpeile ungefähr. So in dem Dreh müsste es Pi mal Daumen sein. 16 Meter. 15 Meter ist egal, wir lassen es einfach mal. So, ne? Ansonsten nehmt ihr leichteres Material und versucht denn damit und könnt dann den Drill und die XPs auch besser einsammeln dementsprechend und den Drill auch mehr genießen, ne? Hier geht das dann halt relativ schnell mit. Ich probiere es jetzt einfach mal in der Nacht. Ich werde nachher auch mal die Zeit vorspulen, dass wir es mal an unterschiedlichen Uhrzeiten testen. Dann heißt es ja meistens immer mal ein bisschen Geduld mit einbringen. Ne? Angeln geht dann nicht immer so schnell. So, da haben wir auch schon wieder einen Ambiss. Ich weiß nicht, was es ist. Mal schauen, ob es genau der Fisch ist, den wir benötigen. Beziehungsweise den ihr vielleicht nachher auch so angeln wollt. Ich bin jemand, der sehr gerne, wenn er auch ein Gewässer erkundet hat und viel, sage ich jetzt mal, so Erfahrungen drin gesammelt hat, auch sehr gerne Wettkämpfe mitmacht. Auch so gerne, wenn man so am Anfang steht und so alles mal durchgeangelt hat, mal Wettkämpfe mitmacht, schon alleine zur Festigung, um einfach zu schauen, ja, wie man denn unter Stress, sage ich jetzt mal, diese Fische auffängt, ob man sich das alles auch so merkt. Ja, das ist halt immer so diese Schwierigkeit, ne? An der ganzen Sache. Ting. Na los, dann geh ab, Minion. Ja, jetzt kommt mal ein bisschen Bewegung rein in die Pose. Ich bin sehr gespannt, ob der gleich wirklich zuhakt. Ich werde auch erst dann anziehen, wenn das flott richtig weggeht. Das ist noch nichts. Na, ah, das hat zu lange gedauert. Ah, ich kenne das halt eher beim Wels, dass die Pose bapp weggeht, ne? Also, so jetzt, das sah für mich eher aus wie so ein Kleinfisch. Zack, ich werfe mal ein bisschen weiter aus. Ich kann es noch ein bisschen ranleiern dann. Wie ihr seht, ich bin jetzt bei 24 Meter und er stellt sich nicht auf. Das muss sozusagen wie so ein Löchlein sein hier, sage ich jetzt mal, ne?
Ich lasse mal jetzt wieder ein bisschen Sehne, damit er sich aufrichtet. Wir schauen einfach mal. Es ist nicht so einfach, manchmal auch den richtigen Moment herauszufinden, wann man anzieht. Man vermutet immer, dass so eine Welse die Pose dann doch mal so richtig schön mit wegknallen. Manchmal wundert man sich, dass diese kleinen Fische hier das auch schaffen, weil das ist ja eine recht schwere Pose. Und manche große Fische, wie man gerade gesehen hat, ich vermute mal, das war was Größeres, die zubbeln dann so ein bisschen und ziehen das Flott ein bisschen nach links und rechts und dann war es das. Deswegen macht sich das manchmal immer ziemlich schwierig, genau zu sagen, ah, ziehe ich jetzt an oder nicht. Ich meine, mehr als verlieren kann man ihn nicht. Und mehr als dran haben halt auch nicht. Das ist immer so diese Schwierigkeit. Ah, da ist was dran. Jetzt legt sich das flott hin. Das ist auch mehr so, das heißt, der Fisch, der scheint da so unten drunter einmal so einen Schub zu geben. Da braucht man natürlich auch noch nicht so richtig anhauen. Jawohl, jetzt würde ich anziehen. Habe ich auch gemacht. Aber das ist er. Das heißt, hier haben wir ihn tatsächlich schon. Also das ist überhaupt kein Problem. Ist auch ein sehr hübsches Ding. Ich finde das bei den Welsen hier oben auch immer so schick mit diesen... Ah, schickes Ding. Also 2,5 Kilo. Was ich sagte, es ist natürlich im Gegensatz zu dem, was ihr hier an Gewicht habt und sowas. Eine Rute, die wirklich sehr stark ist, in Anführungszeichen, ja. So, das heißt, wenn ihr so eine etwas ältere Rute habt, könnt ihr auch die eher verwenden. Dann habt ihr mehr vom XP. Was sind 18 XP? Ist nicht viel, ne? Genau, wir spulen mal einfach vor. Ich will mal ganz... Oh, guck mal, jetzt habe ich was bekommen. Die Dinge machen sich übrigens auch sehr, sehr gut für die Forellenbarsche und so. Ich spule jetzt einfach mal in den Morgen hinein. Und dann testen wir es einfach da auch nochmal. Natürlich, nie meine 1000 Glocken. So, und dann machen wir es. Wir testen einfach jetzt mal unterschiedliche Uhrzeiten durch. Ja, 17 Meter wieder. Ah, nee, komm, ein bisschen geht noch. 16 Meter. So, und dann lasse ich nochmal ganz kurz Sehne. So. Dann schauen wir mal, ob er meint, ich habe auch Bock, am frühen Morgen zu gehen. Jetzt haben wir es 5 Uhr. Wolkig. Mal gucken, ob er da noch Lust hat. Also an den Abendstunden wird man auf jeden Fall fängig. Oh ja, da klingelt es. Mal gucken, ob er das ist auch. Ob er das auch ist. Meine Herren, das habe ich hier schon Kauderwelsch auf der Zunge. Na, wir schauen ganz einfach mal. Jetzt sind wir tatsächlich bei 17 Meter wieder angekommen, aber ich habe ja bei 16 Meter ein bisschen Leine wiedergegeben. Und wie ihr seht, es ist ziemlich schwer genau zu sagen, wann zieht man am besten an und wann nicht. Das ist aber auch das Geniale an diesen ganzen Fischen, dass die wirklich teilweise manche wirklich anders beißen als so die Masse. Also es gibt welche, wie man sieht hier, also ich habe bis jetzt noch keinen Wels gehabt, der das Flott hier immer so umgestoßen hat, so umgekippt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, also Falcon Lake, wenn du da was machst, das ist ein bisschen anders, überall und sowas. Und auch die anderen restlichen, ich weiß nicht, ob ich ihn anziehen soll, überfordert mich, aber okay, ich habe ihn. Vielleicht ist er es auch gar nicht. Ah doch, das ist er. Also, wie ihr seht, auch hier wieder ein Wels gefangen, also gar kein Problem. Ja, also das ist hier wirklich so, es ist wirklich nichts Dickes, wie ihr seht. Also ihr müsst wirklich von hier oben einfach einmal runtergehen. Ja, moin. Und dann passt das auf jeden Fall. Und ihr seid immer so in dem Bereich drin, 17, 16 Meter und das passt auf jeden Fall. So, ich würde sagen, ich investiere nochmal und wir gehen gerne nochmal auf die 19 Uhr. Dann haben wir einmal die Nacht, einmal den Morgen und einmal den Abend. Und dann denke ich mal, passt das. Dann muss ich jetzt wieder ein Stückchen randrehen. 16. Lass ich jetzt noch ein bisschen Sehne. Und dann, da. Und sofort was dran, ne, Leute. Sofort was dran, ne? Sofort. Ja, kannst du anziehen. Also wenn der anscheinend anfängt hier so zu vibrieren, so zu wackeln, dann kannst du quasi anziehen. Okay, ja, wie ihr seht, da ist der nächste. Also, Uhrzeit scheint an irgendwie nicht ganz so wichtig zu sein. Aber auf jeden Fall, wolkiges Wetter scheint sie zu mögen.
behalte ich natürlich. Und ja, meine Köder sind auch leer, passt ja. Und ich konnte euch das auf jeden Fall zeigen. Ja, also wie gesagt, das ist dieser Steg hier. Ja, hier müsst ihr drauf. Ne? Dann geht ihr einfach bis zur Ecke, geht einmal rüber und dann seid ihr da. Ich hoffe, das Video hat zuallererst einmal gefallen. Ist jetzt halt eben der Wels. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.